In Baldur's Gate läuft der Witcher rum, Sonic wurde ermordet und Bowser knutscht Mario. Nein, das sind keine Ideen aus meinem Videospiel-Fanfiction-Ordner, sondern allesamt echte Easter Eggs aus 2023. Pünktlich zum Osterfest bringe ich euch die Ostereier. Und das bedeutet in der Welt der Videospiele natürlich versteckte Geheimnisse und witzige Anspielungen. Von Spielehelden aus anderen Serien über gemeine Zufallsbosse bis zu abstrusen Gags ist alles dabei. Also macht euch bereit für ein paar verspielte Osterüberraschungen. Dieses Video wird euch präsentiert von Lilith Games. Erlebt AFK Journey, das neue Spiel vom Entwicklerteam hinter AFK Arena. In dem Side-Scroll-RPG für PC und Mobilgeräte erkundet ihr die Fantasy-Welt von Asperia, ein Ort voller märchenhafter Landschaften und kuriosen Kreaturen. AFK Journey setzt dabei auf Grafik im Märchenbuchstil und lässt euch als Magier Merlin durch die Welt reisen und ihre Bewohner kennenlernen. Dabei erkundet ihr Dörfer und Städte und versucht, die Völker von Asperia zu vereinen. 40 Helden gibt's zum Release gratis und in den ersten Events bekommt ihr über 200 weitere Heldenziehungen. In den rundenbasierten Taktikkämpfen nutzt ihr dann die Spezialangriffe und ultimative Skills und auch das Line-Up eurer Helden wirkt sich auf Sieg oder Niederlage aus. Obendrein müsst ihr auch aktiv mitmischen und nicht nur dem Spiel alles überlassen, wie noch in AFK Arena. Mehr Infos und den Download-Link zu AFK Journey findet ihr in der Videobeschreibung. Und mit dem Code afkjourney.de gibt's zum Start 100 Diamanten und 18.888 Goldmünzen geschenkt. Der Hexer in Baldur's Gate 3? Den Anfang macht einer der größten Hits des vergangenen Jahres, Baldur's Gate 3. Larians Mega-Rollenspiel versteckt nämlich regelmäßig kleine Geheimnisse am Wegesrand. Wusstet ihr zum Beispiel, dass sich im dritten Akt Geralt von Riva aus The Witcher herumtreibt? Im Bordell Shares Liebkosung macht er gemeinsam mit Yennefer eine Pause. Und Larian bedient sich nicht nur bei anderen Spielen. Auch Serien sind nicht sicher. Fans von Avatar, der Herr der Elemente, schmunzeln wahrscheinlich, wenn sie auf Kauz Loris treffen. Dem Kohlkopfhändler haben Diebe sein Gemüse kaputt gemacht. Ein Schicksal, das uns bekannt vorkommt. Vielleicht sollten die beiden Gemüsehändler ja eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Das nächste Easter Egg seht ihr dann direkt, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet. Schaut euch mal die Abenteurergruppe an, die im Startmenü aus dem Tempel stapft. Ihr Anführer ist ein schlanker Mann mit grauem Haar und silberner Plattenrüstung. Na, kommt ihr drauf? Ja, das ist Sven Winke, der Chef vom Baldur's Gate 3 Entwicklerteam. In Interviews zeigt er sich immer wieder gern in voller Rüstung und hier hat er sich mit einem Cameo-Auftritt selbst verewigt. Der Chef führt euch so quasi höchstpersönlich in euer erstes Abenteuer. Teufelskerle in Spider-Man 2. Als nächstes schwingt sich Insomniacs Spider-Man 2 auf unsere Liste. Die Marvel-Fortsetzung begeisterte Kritiker wie Fans und konnte oft noch bessere Wertungen einheimsen als der Vorgänger. Miles und Peter sind aber nicht die einzigen Helden, die es in den zweiten Teil geschafft haben. Wer sich in New York genauer umsieht, entdeckt auch jede Menge Anspielungen auf andere Superhelden. Südwestlich vom Central Park steht zum Beispiel das Baxter Building, das legendäre Hauptquartier der Fantastic Four. Die vier ziehen jedoch wohl gerade erst ein, zumindest ist das Team-Logo auf dem Dach noch frisch gestrichen. Den nächsten Gastauftritt hat dann Black Panther. Die Botschaft seines Heimatlands Wakanda gab es zwar schon im ersten Teil, in Teil 2 gibt es jetzt aber eine neue Interaktion mit dem Gebäude. Drückt ihr vor der Eingangstür Dreieck, ehrt Spider-Man den Panther und überkreuzt mit der Geste Wakanda Forever die Arme. Vermutlich gedenkt er damit auch dem verstorbenen Black Panther-Darsteller Chadwick Boseman. Das letzte Geheimnis hat dann mit Daredevil zu tun. Denn die Rivalen des blinden Teufels von der Ninja-Organisation Die Hand verstecken sich offenbar in New York. Im Spiel gibt es einen Buchladen, der hinter seinen Regalen einen geheimen Raum verbirgt. Hier liegen Bücher über Spinnen, es hängen Schwerter an den Wänden und das ganze Zimmer ist voll mit okkulten Symbolen. Einige Fans hatten anhand des Raumes vermutet, dass uns bald ein DLC mit Daredevil und der Hand bevorsteht. Dazu wurde bisher aber noch nichts angekündigt. Schachtel-Snape in Hogwarts Legacy. Auch Hogwarts Legacy, das Harry-Potter-Rollenspiel ohne Harry Potter, steckt voller Easter Eggs. Zwar spielt die Story zeitlich vor den Ereignissen der Bücher und Filme, ein paar Anspielungen haben sich die Entwickler aber trotzdem erlaubt. Hermine war zum Beispiel nicht die erste, die in Hogwarts Mädchentoilette heimlich Zaubertränke mixt. Auch 100 Jahre vor ihr braut jemand was im Hexenklo zusammen. Vielleicht ja einen Viersafttrank.
Hermines zukünftigen Tränkelehrer gibt's auf jeden Fall auch im Spiel, denn Professor Snape hat einen kleinen Auftritt als Schachtelteufel. Achtet mal genau drauf, wenn ihr während der Hauptstory im Raum der Wünsche seid. Wenn ihr hier neben dem Gemälde einer Hexe an einer Musikbox vorbeilauft, springt dort plötzlich Mini Snape hervor. Eine nette Anspielung auf Harrys Hasslehrer und seinen verstorbenen Darsteller Alan Rickman. Ganz ähnlich taucht auch Hagrid-Schauspieler Robbie Coltrane im Spiel auf, der 2022 gestorben ist. Er hat bei der Wildhüterhütte von Hogwarts einen Grabstein mit der Statue eines Hippogreifs. Doch es gibt auch ulkige Easter Eggs. Feuert mal im Slytherin-Gemeinschaftsraum immer wieder Zauber gegen das Fenster. Irgendwann kommt dann nämlich der Oktopus im Schulsee vorbeigeschwommen und klopft erbost zurück. Draußen im Zaubererdörfchen Hogsmeade gibt es mit Bingle und Bletch dann einen Laden, der mit seinen drei Eingangstüren gleich in drei verschiedene Geschäfte führt. Oh, und erinnert ihr euch noch an Rons fehlgeschlagenen Schneckenzauberspruch aus Kammer des Schreckens? Eat slugs! Der ist wohl auch bei einem anderen Schüler nach hinten losgegangen. Im Krankenflügel muss der arme Kerl wie Ron später Weichtiere in einen Eimer spucken. Einfach magisch, diese Zaubererwelt. Süße Wauzis und fiese Metzger in Diablo 4. Für die nächste Ostereiersuche wechseln wir die Perspektive. Denn natürlich verbergen sich auch im Top-Down-Schnetzler Diablo 4 legendäre Easter Eggs. Viele richten sich dabei direkt an Fans der Vorgänger. So wählt ihr eure Charakterklasse zu Beginn an einem Lagerfeuer aus, genau wie in Diablo 2 im Jahr 2000. Ein anderes Easter Egg weckt nostalgische Gefühle für Fans des dritten Teils, denn das Camp aus dem zweiten Teil von Diablo 3 gibt es auch im neuen Spiel wieder. Die Zeit hat jedoch ordentlich Spuren daran hinterlassen. Alles ist von einer dicken Sandschicht bedeckt und der Wegpunkt in der Mitte und die umliegenden Gebäude sind nur noch Ruin. Für Angstgefühle sorgt hingegen der Schlechter. Der Riesendämon ist ein knüppelharter Gegner, der euch in den Dungeons zufällig begegnet. Er kann euch jederzeit auflauern, egal ob ihr gerade erst auf Level 10 steht oder schon auf Level 50. Das Untier existiert seit dem ersten Diablo und feiert auch Auftritte in Diablo 3 und Immortal. Der Schlechter brüllt Frischfleisch und überrascht euch aus dem Hinterhalt. Schafft ihr es aber, ihn zu besiegen, dann gibt's eine ordentliche Belohnung. Dann bekommt ihr nämlich das riesige Beil, das euch der Schlechter gerade noch über den Schädel ziehen wollte. Naja, zumindest sollte das riesig sein. Ausgerüstet als Trophäe an eurem Pferd ist das Hackebeil leider eher ein Hackebeilchen. Daneben droppt der Schlechter zum Glück noch weiteren Loot. Wollt ihr den haben, funktioniert ein alter Trick. Lockt den Schlechter einfach hinter eine verschlossene Tür. Dann versucht das Monster nämlich weiter euch nachzulaufen und ihr könnt es entspannt durch die Wand verkloppen. Eine Angsthasentaktik, die so auch schon im ersten Diablo klappte. Ein letztes cooles Feature erfreut aber sicher jeden Gamer, egal wie gut er sich mit Diablo auskennt. Denn was machen wir Spieler schließlich lieber, als Hunde zu streicheln? Das geht zum Glück auch in Diablo 4. Benutzt in der Nähe eines Wauzis einfach mal das Begrüßen-Emote. Euer Charakter beugt sich dann herunter und streichelt den Vierbeiner. Ja, wer ist ein Feiner? Ja, wer ist ein Feiner? Ja, du! Ja, ein ganz Feiner bist du! Ja, ja, ein ganz Feiner! Fauchende Miezen in Lies of P. Ihr mögt statt Hunden lieber Katzen? Dann ist der nächste Eintrag auf der Liste was für euch. Denn im Hotel Kratsch aus Lies of P liegt ein rotbrauner Schmusetiger herum. Der mag Hauptfigur P am Anfang aber gar nicht. Offenbar vertrauen Katzen Holzpuppen nicht. Erst wenn P im Verlauf des Spiels menschlicher wird, könnt ihr ihn streicheln. Es lohnt sich also hin und wieder zu ihm zurückzukehren. P's Menschlichkeit wirkt sich aber auch direkt auf ihn aus. Klar, seine Haare wachsen und sein Puppengesicht verschwindet, hört aber auch mal bei den Kämpfen genauer hin. Puppen-P ist am Anfang des Spiels komplett stumm. Der menschlichere P ächzt aber auch schon mal, wenn er sein Schwert schwingt. Ein wirklich feines Detail. Eine direkte Pinocchio-Anspielung ist dann das Porträt eines Jungen, das ihr im Malum-Distrikt findet. Nehmt das Bild mit und sprecht mit Geppetto, damit der es in seinem Zimmer aufhängt.
Wenn ihr nun im Spiel fleißig lügt und eure Menschlichkeit erhöht, wächst dem Jungen auf dem Bild nach und nach eine Holznase. Ist die ganz rausgewachsen, ziehe sie heraus und erhalte zur Belohnung eine besondere Waffe. Aber apropos Holz und Geppetto, wusstet ihr, dass Peace Erbauer eine geheime Werkstatt im Spiel versteckt hat? Die befindet sich da, wo alles begann. Am Bahnhof von Kratt. Gegen Ende des Spiels kommt ihr hierhin zurück und könnt auch wieder in den Zugwaggon einsteigen, in dem ihr ganz am Anfang saßt. Wenn ihr hier nun eine Wand am hinteren Ende kaputt schlagt, erreicht ihr die Werkstatt. Dort liegt ein Brief, auf den ihr Geppetto ansprechen könnt. Skyrim-Feeling in Starfield. Okay, genug Märchen für heute. Jetzt geht's ab ins All, und zwar in Starfield. Denn auch wenn Bethesdas Rollenspiel leider nicht alle unsere Weltraumträume erfüllen konnte, ist die Spielwelt doch voller Easter Eggs. Eine Anspielung auf Skyrim versteckt sich zum Beispiel direkt im Skilltree. Denn das Logo des Verkrüppeln-Perks zeigt den berüchtigten Pfeil im Knie, über den sich die Stadtwachen von Himmelsrand so gern beschweren. Unser nächstes Easter Egg verbirgt sich dann in der Marsstadt Cydonia. Hier zählt eine große Anzeige die Stunden, seitdem es das letzte Mal einen Zwischenfall in der Stadt gab. Das Simpsons-Intro lässt grüßen. Und die Uhr funktioniert tatsächlich. Benehmt ihr euch in Cydonia daneben und geht zum Beispiel auf die Einwohner los, dann fällt der Counter sofort wieder auf Null. Ein trauriges Easter Egg wartet hingegen im Alpha Centauri-System in der Raumstation Das Auge auf euch. Auf einer Bank liegt hier eine Notiz. Ich bin immer bei euch dort draußen im Starfield. In Liebe, Alex Hay. Wer ist Alex Hay? Alex war ein leidenschaftlicher Bethesda-Fan, der an Lungenkrebs erkrankt ist. Als Teil der Starfield-Community auf Reddit freut er sich sehr auf das Spiel, verstarb jedoch noch vor Release. Deshalb entschlossen sich die Entwickler dazu, ihn mit der Notiz zu verewigen. Sonic wird ermordet? Wer glaubt, die Unreal Open World in Sonic Frontiers war das seltsamste Igelspiel des letzten Jahres, der hat vermutlich The Murder of Sonic the Hedgehog verpasst. Als Aprilscherz kündigte Sega letztes Jahr eine neue Richtung für das Igel-Franchise an und brachte pünktlich zum 1.4. ein irrwitziges und kostenloses Point-and-Click-Adventure heraus. Zur Geburtstagsfeier von Sonics Freundin Amy soll an Bord des Mirage Express eine Krimi-Party steigen. Sonic spielt das Mordopfer und ihr müsst herausfinden, wer ihn umgebracht hat. So fängt der Spaß zumindest an, doch bald wird aus der Party bitterer Ernst. The Murder of Sonic the Hedgehog strotzt vor Humor und leistet sich einige witzige Seitenhiebe aus Sonics Geschichte. Das fängt schon damit an, dass euch der Schaffner zu Beginn erklärt, dass er heute nach 32 Dienstjahren in Rente geht. Auch für Sonic markiert 2023 sein 32. Jubiläum. Der Schaffner will nach der Fahrt übrigens Urlaub in Spagonia machen, einem Land, das Eagle-Fans aus Sonic Unleashed kennen. Das Denk-Minispiel ist natürlich ein Throwback zu klassischem Sonic-Gameplay, doch auch die Konsole, auf der ihr spielt, ist etwas für Retro-Nostalgiker. Denn der Dream Gear sieht aus wie eine Mischung aus Segas 90er-Jahre-Handheld Game Gear und ihrer letzten Heimkonsole, dem Dreamcast. Aber auch das damals neueste Sonic-Spiel taucht natürlich auf. So erklärt Sonic, dass er bei seinem letzten Abenteuer einen Geschwindigkeitsboost bekam, wenn er seinen Ringzähler voll ausreizte. Hier spielt er natürlich auf Sonic Frontiers an, seinen Open-World-Ausflug vor dem Krimi-Point-and-Click. Wildes Rumgeknutsche in Super Mario RPG. Und wenn wir über Sonic sprechen, dann dürfen wir natürlich seinen ewigen Rivalen Mario nicht vergessen. Der feierte letztes Jahr das Remaster von Super Mario RPG. Auch das Pilzkönigreich dort steckt voller Easter Eggs. Viele sind dabei Cameo-Auftritte von anderen bekannten Nintendo-Figuren. Übernachtet ihr in Rosenrode in der Herberge, liegt zum Beispiel Link aus The Legend of Zelda im Nebenbett. Sprecht ihn an, sagt er zwar nichts, ihr hört aber den klassischen Zelda-Rätsel-Jingle. Im Zimmer von Prinzessin Peach übernachtet hingegen Samus Aran aus Metroid. Sie bereitet sich auf den Kampf gegen Mother Brain vor. Ein anderer bekannter Nintendo-Held ist dafür abwesend. Luigi stößt im Spiel niemals zu eurer Party.
Auf dem Sternhügel gibt es dafür immerhin einen Hinweis, dass es ihn noch gibt. In einem verlorenen Wunsch dort heißt es nämlich, ich möchte meinem älteren Bruder Mario helfen. Es geht eben nichts über brüderliche Liebe. Außer vielleicht einen Kuss von Bowser. Den gibt's auf jeden Fall, wenn ihr euch bei einer bestimmten Quest zu viel Zeit lasst. Braucht ihr zu lange, um Prinzessin Peachs Hochzeit mit Borsto zu verhindern, knutscht euch der Koopa-König, Borsto oder sogar alle beide. Mario, du Herzensbrecher! Und mit diesem liebevollen Abschiedskuss entlasse ich euch in die Osterfeiertage. Selten fühle ich mich mit den Spieleentwicklern so sehr verbunden, wie wenn ich Easter Eggs entdecke. Irgendwie fühlt es sich nämlich immer so an, als hätten sie die kleinen Geheimnisse nur für mich versteckt. Was waren eure liebsten Easter Eggs 2023 und welche Geheimnisse und Gags habt ihr bereits in den Spielen aus diesem Jahr entdeckt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare für nächste Ostern. Bis dahin vertreibt euch die Zeit mit einem weiteren Easter Egg Video zu Zelda Tears of the Kingdom. Das habe ich hier nämlich extra rausgelassen.